Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht's mal wieder um die Ectomimimix Leuven Hoeki. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Seitdem die Ectomimimix Leuven Hoeki im letzten Update unter das Rindenstück gezogen sind sie auch nicht mehr zurück in das Gipsnest gezogen, weswegen ich das dann vor ein paar Tagen auch abgenommen habe, wie man sieht. In der ganzen Zeit haben die dann halt meines Wissens unter diesem Rindenstück hier gelebt. Also hier, wo das Moos und an der Seite der Farn dran ist. Hier. Teilweise haben die dann wahrscheinlich auch unter dem anderen Rindenstück gelebt. Also hier. Seit dem letzten Update habe ich hier dann auch wirklich in Ruhe gelassen und nur ein oder zweimal unter die Rindenstücke geschaut. Irgendwann tat sich aber das Problem auf, dass ich immer mehr Männchen gesehen habe. Und bei so einer geringen Koloniegröße, wie wir sie hier haben, ist das nicht gerade zu erwarten. Also hier an den Scheiben der Box sind dann andauernd die Männchen herumgekrabbelt und wollten wegfliegen. Sobald ich dann auch den Deckel abgenommen habe, sind sie dann auch weggeflogen. Zuerst hatte ich dann noch den Verdacht, dass das irgendwelche Wespen sind, die dann ihre Larven im Erdsubstrat haben. Aber bei der Menge, da es immer mehr Wespen in Anführungszeichen gab, habe ich dann doch schnell gemerkt, dass das dann eigentlich eher die Ameisenmännchen sein sollten, also von den Ectomimimix Leuven Hoeki. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich seit dem letzten Update auch nur ein oder zweimal in die Erdnester reingeschaut habe und dann habe ich beide Male auch die Männchen bei den Ameisen sitzen sehen, was dann umso wahrscheinlicher ist, dass es dann wirklich auch Männchen sind. Was auch auffiel, ist, dass bei den Nestkontrollen reichlich Eierlarven und Puppen vorhanden waren. Aber bezüglich der Puppen kann ich auch sagen, dass die auch recht klein erschienen, was eigentlich auch schon beim ersten Update der Kolonie aufgefallen ist. Ich habe es mir damals noch damit erklärt, dass die Kolonie noch recht klein ist. Diesbezüglich dann auch die ersten Arbeiterinnen, also die Pygmäenarbeiterinnen, noch klein sind und auch die Puppen. Aber mittlerweile ist es für mich wahrscheinlicher, dass sich in diesen Puppen dann eher Männchen entwickeln. So, wir sehen hier auch gerade eine Arbeiterin, die hier an einem Heimchen interessiert ist. Hat es auch vorhin schon gestochen. Wir werden uns wahrscheinlich dann später auch ein Bild von der Kolonie machen und ich werde hier das Rindstück einmal hochheben. Dann werden wahrscheinlich auch ein paar Männchen ins Blickfeld fallen. Genau, und ich habe überlegt, dass wenn es dann wirklich so sein sollte, dass die Königin nicht begattet ist, beziehungsweise dass überhaupt keine Königin da ist, und sich die Kolonie diesbezüglich an Arbeiterinnenzahl nicht erweitern kann, dass ich die Ectomimimix Leuven Hoeki dann schon vorzeitig in das Gemeinschaftsbecken zu den Meranoplus Bicolor setzen werde. Dann würde ich mal sagen, schauen wir hier mal unter das Rindenstück in das Erdnest rein. Man sieht auf jeden Fall, die haben das Heimchenstück schon hier reingeräumt. Das Ding mal komplett raus. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Es könnte sein, dass sie erst auch ein bisschen mehr Arbeiterinnen geworden sind und zusätzlich halt noch Männchen hinzugekommen sind. Denn unter den anderen Rindenstück habe ich vorhin schon mal nachgeschaut, da saß wieder neben ein paar Arbeiterinnen ein Männchen. Da unten müsste man gleich auch eins sehen.
so, wenn ich das immer richtig mit der Beleuchtung hinkriege. Also man sieht ja auf jeden Fall ordentlich Puppen. Das ist auch nicht schlecht. Auch ein paar größere, das finde ich auch gut wiederum. Also es könnte wirklich sein, dass tatsächlich doch ein paar mehr Arbeiterinnen jetzt hier sind am Start. Ja, und hier sieht man auch eines der besagten Männchen in einem der Gänge. Zoom mal ran, aber deutlicher wird es dadurch nicht wirklich. Aber man sieht auf jeden Fall hier die Flügel. Wahrscheinlich sind noch weitere Gänge unter dem Bereich, den wir gerade gesehen haben. Beziehungsweise Gänge, Tunnel und Kammern. Wir haben halt nur diesen Bereich gesehen, der unmittelbar unter dem Rindenstück liegt. Wahrscheinlich sind da halt noch ein paar Gänge verteilt, wo dann wahrscheinlich auch mehr Larven und Eier liegen. Ich habe das Nest jetzt hier wieder zugedeckt mit der Rinde. Ich habe mich jetzt schlussendlich dazu entschieden, die Ectomomimix Leuwenhoeki dann doch vorzeitig ins tropische Gemeinschaftsbecken zu setzen, eben weil ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob die Kolonie noch größer werden kann, ob die Königin vorhanden ist, ob sie begattet ist. Die Fragen stehen leider immer noch nach wie vor offen. Ich werde das Becken der Ectomomimix Leuwenhoeki hier in die Ecke setzen, also auf die linke Seite des Gemeinschaftsbeckens, also gegenüber von den Merano Plus Bicolor, die auf der rechten Seite ihr Nest haben. Genau, dann werde ich hier die Arena reinstellen, hat hier auch ordentlich Platz und die können sich dann halt entscheiden, ob die hier reinziehen wollen oder nicht. Ich habe das hier auch ausgewählt, weil hier vorne ein Jutungnest klebt, was ich hier auch abgedeckt habe. Man kann es eben schauen mit drei Kammern. Genau. Damit könnte man das auch ein bisschen mehr kontrollieren, wie es in der Kolonie innerhalb so aussieht. Wie man hier sieht, sind die Merano Plus Bicola auch überall im Becken unterwegs. Und das sind gar nicht mal so wenige Arbeiterinnen. Also es sind schon mindestens 50 Arbeiterinnen, würde ich mal schätzen, in der gesamten Arena unterwegs. Das Becken ist ja auch ganz groß, also 1,20 Meter x 40 x 50 cm. Man hat natürlich nicht alle auf einmal im Blick, aber ich schätze mal so 50 Arbeiterinnen sind mittlerweile immer durchgehend unterwegs. Die verteilen sich dann halt auch über das ganze Becken. Ich habe hier schon mal den Stopfen entfernt und einen Ast hier hingelegt, damit die Ectomomimix Leuwenhoeki hier leichter rein und rauskommen können, denn die können halt nicht an glatten Oberflächen entlang klettern, die rutschen da schnell ab. Anders als die Männchen, da habe ich beobachtet, dass die ganz gut klettern können. Die sind dann halt auch an den Glasflächen, also an den Plexiglasflächen hochgeklettert. Ja, das ging dann auch recht gut bei den Männchen. Ja, dann werden wir mal schauen, was hier so geschieht. Die Merano Plus Bicolor erkunden hier schon fleißig. Ich hoffe wirklich, dass die Ectomomimix Leuwenhoeki und die Merano Plus Bicolor sich untereinander gut verstehen. Von den Merano Plus Bicolor sollte keine Gefahr ausdrohen. Die sind ziemlich zurückhaltend und werden wahrscheinlich auch keine Ectomomimix Leuwenhoeki angreifen. Aber hier klettern hier schon vereinzelt in die Öffnung zur Arena der Ectomomimix Leuwenhoeki rein. Wochen vergingen und die Ectomomimix Leuwenhoeki ließen sich in der Zeit nicht blicken. Tatsächlich habe ich auch erst eine Woche nach Einsätzen der Arena bemerkt, dass die Ectomomimix Leuwenhoeki überhaupt aus ihrem ehemaligen Nest ausgezogen sind und sich irgendwo im tropischen Gemeinschaftsbecken niedergelassen haben mussten. Ich habe nämlich in das ehemalige Nest der Ectomomimix Leuwenhoeki hineingeschaut und dort keine Ameisen mehr finden können. Daraufhin habe ich, um auf Nummer sicher zu gehen, die gesamte Arena der Ectomomimix Leuwenhoeki einmal auf Arbeiterin untersucht und als auch dort keine mehr aufzufinden waren, habe ich dann die gesamte Arena aus dem tropischen Gemeinschaftsbecken entnehmen können.
Aber da ich circa einen Monat nach Einsetzen der Ektomomyx-Löwin Hooki immer noch kein Lebenszeichen der Kolonie entdecken konnte, habe ich mir dann schon etwas Sorgen um das Wohlergehen der Kolonie gemacht. Ich habe mir dann schon Gedanken darüber gemacht, ob das dann eventuell doch nicht die richtige Entscheidung war, die Ektomomyx-Löwin Hooki schon so früh in das tropische Gemeinschaftsbecken reinzusetzen. Doch nach etwas über einem Monat wendete sich das Blatt. Ich war gerade damit beschäftigt, den Wasserfall anzuschließen, und gleichzeitig mit dem Wasser kam mir anstatt von Asseln und Tausendfüßer eine kleine Ameise entgegen. Es handelte sich hierbei unerwarteterweise tatsächlich um eine Ektomomyx-Löwin Hooki-Arbeiterin, die sich im Schlauch der Pumpe versteckte. Sie war zwar nur allein unterwegs, aber trotzdem, es war das erste Lebenszeichen, was ich nach über einem Monat nach Einsetzen der Kolonie von den Ektomomyx-Löwin Hooki entdecken konnte. Da waren natürlich alle Sorgen darum, ob die Kolonie überhaupt noch lebt, verschwunden. Jetzt bestand die größte Sorge nur noch darin, dass ich nicht wusste, wo die Kolonie sich befindet und wie der Stand der Dinge ist. Ich weiß bis heute übrigens nicht, wo sich das Nest der Ektomomyx-Löwin Hooki im Terrarium befindet. Aber ich finde das jetzt auch nicht weiter schlimm. Hauptsache, die Kolonie lebt und es geht ihr gut. Wieder ein paar Monate später und von heute aus nur ein, zwei Wochen in der Vergangenheit liegend, konnte ich erneut zweimal eine Ektomomyx-Löwin Hooki-Arbeiterin beobachten. Diesmal lief sie durch das Gebiet der Meranoplus bicola. Dabei fiel erfreulicherweise auf, dass keine der beiden Arten Aggressionen gegeneinander zeigten, so wie ich es mir erhofft hatte. Während also die Meranoplus bicola Schwarmflugsvorbereitungen treffen, lauern im Hintergrund dann also doch noch die Ektomomyx-Löwin Hooki, die sich dann doch ganz selten mal blicken lassen, durch die Lücken im Laub huschen und dann ganz schnell wieder verschwinden. Auch gestern konnte ich wieder durch das ganze Getummel der Meranoplus bicola ein paar Mal Ektomomyx-Löwin Hooki-Arbeiterinnen huschen sehen. Leider war ich nur einmal schnell genug, die Kamera herauszuholen. Alles im einen scheint der Kolonie dann also doch ganz gut zu gehen, auch wenn man nur sehr wenig von ihr sieht. Denn die Tatsache, dass sie dann doch ab und zu in der Arena unterwegs sind, lässt diesen Anschein zu. Ich glaube sowieso eher, dass die Ektomomyx-Löwin Hooki eher nachtaktiv sind und sich bei Tageslicht eher weniger blicken lassen. So, wie auch immer, ich hoffe, dass euch auch dieses Video hier gefallen hat. Schreibt es gerne in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge sind natürlich auch gerne erwünscht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.